Träumen ist natürlich erlaubt, aber wenn der Traum dann ausgeträumt ist und man mit der Realität konfrontiert ist, wird man feststellen, oh, das sieht ein bisschen anders aus als der Traum. Und der Traum, der merkte, die Autosuggestion einer heilen Welt, könnte man sagen, war, Mensch, ist doch alles perfekt. Goldilocks-Szenario, die Zinsen gehen runter, weil die Inflation sinkt, aber gleichzeitig wird die Wirtschaft wundersam stabil bleiben. Das ist eine schöne Erzählung, aber so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und jetzt sind wir mit einer anderen Realität konfrontiert. Erstens, die Inflation geht nicht runter, weswegen die Zinsen nicht sinken. Zweitens haben wir dazu noch geopolitischen Stress, der sich ziemlich gewaschen hat. Und drittens droht jetzt, und das ist vielleicht das Gefährlichste, das große Trostpflaster noch zu zerreißen, das alles übertüncht hat, alles überklebt hat, was irgendwie der Fall war, nämlich die KI-Euphorie. Und das macht diese ganze Geschichte so brisant, zumal wir auf eine Situation treffen, wo das bullische Sentiment extrem war, wo sich niemand vorstellen konnte, dass es vielleicht irgendwie anders laufen könnte, als das Goldilocks-Narrativ uns das suggerieren will, und dementsprechend eben auch die Anleger positioniert sind, nämlich all in auf der Longseite. Und wenn dann alle zur Tür raus wollen, dann entsteht Gedränge und vielleicht eben auch Panik. Noch haben wir keine Panik gesehen, und ja, wir sind ziemlich deutlich überverkauft bei den Aktienmärkten, weswegen eine Erholung durchaus drin ist. Aber kann auch eben auch sein, dass diese Erholung ausbleibt. Normalerweise, wenn du solche Parameter hast wie jetzt, der überverkauft hat, dann kommt zumindest eine technische Gegenbewegung. Aber das Problem ist, das Narrativ der Bullen ist baden gegangen. Und das hat wahrscheinlich ziemlich dicke Kratzer, die vermutlich nicht mehr zu heilen sind. Wir sehen jetzt also einen Drawdown vom S&P 500 von nur gute 4%. Der Nasdaq ist 5,5% gefallen. Und wir sehen dann solche Headlines wie Wall Street pushes back out oder pushes out rate cut expectations. Also die Zinssenkungserwartungen werden weggenommen. Man sieht das Risiko, dass die Zinssenkungen nicht vor März 2025 starten, etc. Das hat die Aktienmärkte lange nicht gestört. Man hat ja schon im Jahr 2023 erwartet, dass die Zinsen sinken, sogar schon im Jahr 2022, aber irgendwie ist es dann nicht passiert. Aber wie gesagt, man hat sich getröstet durch KI-Euphorie. Aber diese Zinssenkungserwartung jedenfalls ist durch die Aussagen von Jerome Powell kürzlich jetzt erst einmal so ein bisschen obsolet. Und das andere Problem ist, dass wir es mit Marktteilnehmern zu tun haben, die ein bisschen blasensozialisiert sind, die also so sozialisiert sind, dass wenn irgendwas schiefläuft, die Notenbanken agieren, die Zinsen auf Null senken, Liquidität ins System schicken und alles ist wieder fantastisch, alles ist wunderbar. Die haben also bestimmte Krisen noch nicht wirklich erlebt, etwa das Platzen der Dotcom-Blase oder die Finanzkrise. Und dementsprechend gibt es die Religionsgemeinschaft Long Only, die sagt, Aktien steigen immer und jeder Rücksetzer wird dann automatisch ein neues Hoch generieren, was ja immer sein kann, gar keine Frage. Aber wie Peter Lynch gesagt hat, du wirst Rezession bekommen, du wirst Stock Market Declines bekommen, also Rückgänge von Aktienmärkten. Wenn du das nicht verstehst, dann wirst du dich nicht besonders erfolgreich an den Märkten tummeln können. Hier sehen wir mal die Korrekturen von mindestens 5% seit dem Tief im März 2009. Davon gab es 26 durchschnittlich die, oder median genauer gesagt, der Abverkauf oder die Korrektur betrug dann 7,6% und dauerte 26 Tage. Jetzt haben wir seit einigen Tagen diese Korrektur. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Seit dem April im Prinzip wird es ein bisschen schwieriger. Und ja, wir sind überverkauft. Hier sehen wir McLellan Summation Index links ziemlich weit unten auf Niveaus, die man nicht so oft sieht, wo Wendepunkte oder wo zumindest eine Erholung nahe ist. Wir sehen nur noch 15,6% der Nasdaq-Aktien handeln über ihrem 20-Tages-Durchschnitt. Auch das natürlich ein Zeichen für kurzfristige Überverkauftheit, aber es ist eben wichtig, mal das große Zeitfenster auch zu betrachten oder die Zeitebenen auseinanderzuhalten. Da sehen wir hier den S&P 500 auf Wochenbasis mit einem RSI, der immer noch fast überkauft ist.
Also wir waren extrem überkauft und sind jetzt weniger extrem überkauft. Das ist eben die ganze Story, die man dann im Blick haben muss, wenn man sagt, wir sind überverkauft. Dann muss man sagen, ja, im kurzen Zeitfenster übergeordnet sind wir nach wie vor überkauft. Das sehen wir hier und der S&P 500 hat wunderbar diese Trendlinie ausgeschöpft und wenn es dumm läuft, könnte er die Trendlinie eben dann auch nach unten ausschöpfen. Gründe gäbe es, eben diese Zinsgeschichte, Geopolitik und dann eben auch diese KI-Euphorie und die sehen wir ist jetzt ein bisschen wirklich angeschossen. Wir sehen jetzt, dass diese Chip-Aktien respektive der Semiconductor-Index, also Philadelphia Stock Exchange Semiconductor-Index, also ein Index, der Halbleiterwerte enthält, im Korrekturmodus ist, deutlich unter Druck gekommen ist, so wie Nvidia auch und das gestern nochmal beschleunigt durch die Zahlen von ASML, als man eben zugeben musste, dass die Neuaufträge sehr, sehr schwach waren. Man hat zwar den Ausblick belassen, da gab es YouTube-Kommentare, oh, aber der Ausblick ist doch unverändert belassen worden. Ja, aber wenn etwas zur Perfektion bepreist ist, dann ist ein unveränderter Ausblick praktisch schon mal extrem negativ. Dann musst du immer einen draufsetzen. Das ist ja das Prinzip Nvidia. Du musst immer irgendwie einen draufsetzen und wenn dir das nicht gelingt, dann musst du vielleicht ein paar Dreiecksgeschäfte tätigen. Jedenfalls dieser holländische Chipmaschinenhersteller hat hier die Stimmung dann noch verdüstert. Der Semiconductor-Index gestern 3% im Minus. Ja, ist die Semiconductor-Blase geplatzt? Das ist die große Frage. Der CEO von ASML hat gestern gesprochen von einem Transition Year, also einem Transitionsjahr. Das ist praktisch ein Code dafür, dass die Zahlen in diesem Jahr ziemlich mies sein werden. Hier sehen wir nochmal der Semiconductor-Index 3% im Minus. Der Nasdaq, by the way, ein bisschen Bärenpornografie darf erlaubt sein, meine Damen und Herren, mit mehr Hindenburg-Omen als im Jahr 2000, also mehr Warnsignalen. Die manifestieren sich nicht immer, aber es ist schon eine gewisse Häufung und ja, es ist natürlich wirklich die beste aller Welten, komplett eingepreist und noch ein bisschen mehr. Gestern sehen wir vor allem Schwäche wieder beim Nasdaq, minus 1, gute minus 1%, aber auch die Small Caps haben gelitten. Wir hatten da zwischenzeitlich dann doch Verkaufsdruck, nachdem es ja wieder mal erstmal ganz gut losgegangen war. Das ist so das Muster, es geht ganz gut los. Dann hast du Schwäche, dann hast du plötzlich nochmal eine Rallye kurz vor Schluss und dann hast du nochmal den Abverkauf kurz vor Schluss. Das ist so das Muster, das wir derzeit sehen. Als es runterging, waren vor allem Nasdaq CTAs offenkundig, also Vermögensverwalter, die extrem long positioniert sind. Man sieht das hier in der rechten Grafik leider nicht so. Die haben aber schon relativ oder haben schon etwas an Positionen abgebaut und werden weiter, egal was passiert, Positionen abbauen, sagt Goldman Sachs. Wenn die Aktienmärkte steigen, müssen die nur in Anführungszeichen 2,7 Milliarden verkaufen oder im Volumen von 2,7. Wenn es flat ist, also wenn wir Seitwärtsmärkte haben 7,5 Milliarden und wenn wir nach unten gehen 14,4 Milliarden, das also ein Gegenwind. Aber jetzt beginnt ja die Berichtssaison mit Netflix heute auch im Tech-Bereich. Und wenn Netflix hier enttäuscht, dann könnte das ziemlich heftig werden. Die Optionsmärkte preisen eine Bewegung von 9% ein. Netflix hat diese Korrektur nicht mitgemacht, weil man sich sagt, naja, wir warten mal auf die Zahlen. Die können natürlich positiv sein oder negativ sein, aber da wird eine explosive Bewegung anstehen. However, kommen wir nochmal zurück. Die Märkte gestern gestiegen, diese Zwischenrallye, als der Ölpreis deutlich gefallen ist. Hier sehen wir diese Bewegung, wie sie da unten bei den verschiedenen US-Indizes stattgefunden hat. Oben sie, also rechts oben oder oben in dem Chart rechts sehen wir den S&P, unten sehen wir den Ölpreis. Und insgesamt der Ölpreis, der hat jetzt doch schon einiges verloren seit dem 28. März, nämlich 10%. Nicht nur die Sorge über hohe Zinsen, sondern über, naja, eine daraus dann entstehende schwächere Konjunktur. Also das sind Rezessionssorgen, weswegen Öl derzeit eher so ein bisschen auf diese Rezessionssorgen hört, als auf das Eskalationspotenzial im Nahen Osten. Dennoch sind wir noch 15% höher als im Februar 2024. Wir hatten Öl als Grund genannt eben, oder Icke hier noch gesagt,
für die Bewegung etwa nach oben zwischenzeitlich, die sehr intensiv war, da waren wieder Zero DTE Call Optionskäufe offenkundig zuständig, so wie vorher offenkundig Zero DTE Optionsverkäufe der Fall waren, also Optionen, die noch am selben Tag verfallen und letztendlich dann eine gewisse Mechanik erzeugen, wenn hier Calls gekauft werden, müssen die Market Maker oft mitgehen, müssen sich absichern, indem sie das jeweilige Underlying kaufen. Aber in der Summe passiert dann meistens dieses Muster wieder, nämlich dass die Aktien tiefer schließen oder die Anzahl der Aktien, die tiefer schließen, als sie geöffnet haben, erreicht sehr, sehr hohe Werte. Normalerweise sind wir jetzt im Terrain, wo das sich wieder ein bisschen beruhigt, wo sich das umkehrt. Also nochmal das Thema kurzfristige Überverkauftheit. Hier sehen wir auch, der VIX ist sehr, sehr hoch mit dieser Unsicherheitskerze, wenn Sie hier oben mal gucken, wo dieser Balken reingezeichnet ist, dann sind wir beim VIX, was den wöchentlichen Chart betrifft, also das Angstbarometer, das Volatilitätsbarometer, sind wir an der Abwärtstrendlinie oben angekommen. Rücklauf, das heißt fallender VIX wäre positiv latent für die Aktienmärkte oder springt er drüber, dann wäre ziemliche Panik angesagt. Schauen wir uns nochmal die Stimmung an, der Privatinvestoren jetzt etwas weniger bullisch. Nur noch 38,3% sind bullisch, während jetzt 34% sogar bärisch sind. Das war vor kurzem noch deutlich anders, wie wir hier sehen. Fear and Greed Index jetzt sogar auf Furcht bei 34, aber auf der anderen Seite hat das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan gezeigt, dass die Stimmung der US-Konsumenten gegenüber Aktien extrem hoch ist und wenn die Stimmung also der Amerikaner in Sachen Aktien sehr positiv ist, dann kann man davon ausgehen, dass sie eben auch bereits investiert sind. Das heißt, da ist viel Potenzial, dass hier noch Verkäufe stattfinden. Wichtig wird insgesamt sein, die 5000er Marke, hier sehen wir mal, das ist die Put Support, da liegen eine Menge oder ist eine Menge Open Interest, eine Menge Interesse. Wenn der S&P da runtergeht, dann müssten sich die Market Maker, die Optionsverkäufer absichern. Wir sehen aber, dass das Put-Call-Ratio, wenn Sie rechts hier mal gucken, deutlich nach oben gegangen ist. Jetzt einer der höchsten Werte der letzten Jahre. Also das ist jetzt eine Situation, wo wir kurzfristig überverkauft sind, was eine Gegenbewegung wahrscheinlicher macht. Auf der anderen Seite sind wir im übergeordneten Zeitfenster immer noch überkauft und das Narrativ scheint jetzt zu entschwinden. Das macht die ganze Geschichte so ein bisschen schwierig. Und all das vor dem Hintergrund, dass das sogenannte Equity Risk Premium, also praktisch das, was es mir bringt, wenn ich Aktien übergewichte gegenüber Aktien, gegenüber Anleihen, wenn ich die über, also die, wenn ich Aktien übergewichte gegenüber Anleihen, so muss es heißen, dann ist dieses Equity Risk Premium, also die Entschädigung, die ich dafür bekomme, dass ich ein höheres Risiko gehe, so gering wie seit 22 Jahren nicht mehr. Die großen Dickfische, die verkaufen Anleihen und sagen, uiuiuiui, aber vielleicht findet bald eine Flucht in die Sicherheit statt und das sind dann Anleihen. Das würde bedeuten, dass die Renditen fallen. Also, das könnte schon interessant werden, jetzt mal in Sachen Renditen vielleicht sogar short zu gehen, also auf fallende Renditen zu spekulieren und gleichzeitig auf steigende Anleihekurse. Hier sehen wir gestern, obwohl der Aktienmarkt abverkauft hat oder wir Schwäche gesehen haben am Aktienmarkt, wie wir unten hier sehen, die 10-jährige Anleiherendite auch nach unten gekommen. Also es geht auch hier runter, die Anleihen haben sich hier, die Kurse der Anleihen sind gestiegen, der 10-Jährigen, das heißt hier also ein bisschen sicherer Hafen. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt heute Morgen gesehen TSMC, also der Chiphersteller, der unter anderem für Nvidia produziert. Hier sehen wir etwas bessere Zahlen als erwartet. Die Zahlen waren übrigens in den letzten Monaten eher mies, was aber die KI-Euphorie nicht wirklich gestört hat. Jetzt sehen wir eine leichte Aufhellung. Wir sehen hier einen Profit von Net Income von 225,5 Milliarden taiwanesischen neuen US-Dollars. Ein taiwanesischer Dollar ist 0,03 US-Dollar. Also nicht so vierstellig viel eigentlich, was da TSMC verdient. Also jetzt die Frage, wird heute das, was TSMC leicht positiv liefert, das
kompensieren können, was ASML gestern sozusagen negativ reingerissen hat. Kommen wir nochmal nach Europa. Madame Lagarde hatte gesagt, Deutschland könnte die Wende konjunkturell geschafft haben. Aber wir haben Ihnen vorbereitet ein paar Charts, die zeigen, das ist nicht sehr probable. Hier haben wir zum Beispiel den Elektrizitätsverbrauch in Deutschland. Wir sehen, dass jetzt zuletzt die Industrieproduktion ein bisschen nach oben gegangen ist, aber der Stromverbrauch, der Elektrizitätsverbrauch geht weiter nach unten. Das ist ein Indikator dafür, dass das wohl nicht zu einer Erholung kommen wird. Wir sehen eine minimale Erholung von tiefstem Niveau kommend hier bei den energieintensiven Industrien. Von einer Erholung zu sprechen, ist da fast ein bisschen optimistisch oder euphemistisch, genauer gesagt. Also Lagarde könnte hier ein bisschen zu früh optimistisch sein. Warum will sie dann die Zinsen senken, wenn jetzt ja angeblich alles besser wird? So hat sie klare Anzeichen auch für eine Erholung im Euroraum erkannt. Aber heute früh zum Beispiel jetzt mal die Europas Automarktdaten, die sind rückläufig, vor allem weil eben Elektromobilität nicht so angesagt ist. Die Absätze der Elektrofahrzeuge ziemlich miserabel. Die EZB wird die Zinsen im Juni senken, die Fed nicht. Und da gibt es ziemlich heftige Risiken bei diesem vermeintlichen Alleingang oder geplanten Alleingang der EZB. Und die sehen Sie in diesem Artikel, den ich Ihnen zur Lektüre empfehle, mit eben den Social Media Buttons bitte weiterempfehlen. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Hier nochmal die Hoffnung der Bullen. Heute TSMC übertrifft mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen. Also diese beiden Artikel. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.